Kohlrabenschwarz bringt alte Sagen auf neue Bildschirme. Ich gehe mit euch den folkloristischen Motiven hinter der Serie auf den Grund. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt noch an, denn hier geht es jetzt direkt weiter mit Folge 2. Wir reden über magische Handwerker, Schmiede und ihre Schöpfungen. Aus geschlossenen und bewachten Räumen verschwinden Gegenstände. Die Hexenbibel aus einem lokalen Heimatmuseum und eine, wie wir erst später erfahren, Tatwaffe direkt aus der Asservatenkammer der Polizei. Keinerlei Spuren, nichts deutet auf den Dieb hin. Und natürlich gibt es auch einen Mord. Den und die dazugehörige Schreckensgestalt lösen wir aber erst mit der nächsten Folge auf. Wir wollen uns hier in dieser Episode mit Gotthold, dem Schmied, beschäftigen. Und gleich zu Beginn, der Aufhänger dieser Folge ist in gewisser Weise eine kleine Mogelpackung. Wer Behind-the-Scenes-Videos oder Podcast-Folgen zu Kohlraben Schwarz gehört hat, weiß es mit Sicherheit schon. Das vermeintliche Märchen Gotthold, der Schmied, ist gar kein Volksmärchen, sondern ein von Christian von Aster ersonnenes Kunstmärchen, das der gewiefte Autor einfach in die Story geschmuggelt und damit Tommy Krabbeis untergeschoben hat. Es entstand vor 11 Jahren für eine Anthologie und bot sich hier einfach perfekt an, um einen magischen Gegenstand in die Story zu bringen, den man für Einbrüche nutzen kann. Aber ganz im Ernst, der liebe Herr Krabbeis ist da in guter Gesellschaft, denn schon die Brüder Grimm ließen sich ja mit Rotkäppchen ein perrosches Kunstmärchen unterschieben. Spaß beiseite. Gehen wir mal rein und schauen uns das Thema genauer an, denn es gibt zahlreiche Mythen, Märchen und vor allem Sagen, die von meisterhaften Schmieden und magischen Gegenständen berichten. Ganz grundlegend, damit dieses Thema nicht unter den Tisch fällt. Die Rolle des Schmieds ist für Mythologien auf der ganzen Welt von Bedeutung und so finden wir unter anderem auch in Europa und Asien zahlreiche Belege. Schon in vorchristlichen Keilschriften ist von göttlichen Schmieden die Rede und im Alten Testament wird der erste Schmied Tubal-Kain als Stammvater aller Erzarbeiter und Schmiede genannt. Unser Wort Schmied leitet sich dabei vom altnordischen Wort Smirdur ab, was man mit Erschaffer übersetzen kann. Vielfach dachten sich die Menschen Schmiedekunst und Schöpferkraft als verwandten, ja oder sogar identischen Prozess und so verwundert es kaum, dass Schmiede als Götter, Halbgötter oder götternahe Helden in den zahlreichen Mythen unserer Welt Einzug gehalten haben. Die Griechen kannten den göttlichen Schmied Hephaistos, den Römern später dann als Vulcanus bekannt. Die Germanen erzählten unter anderem von Wieland, dem Schmied, einer Art halbgöttlichen Gestalt und die Kelten kannten gleich mehrere göttliche Schmiede. Denken wir heute an mystische Schmiede, denken wir zwangsläufig auch an Zwerge. Das liegt nicht nur an der modernen Fantasy, sondern vor allem daran, dass sich die frühen Fantastikautoren oft auch an der nordischen Sagenwelt und der Mythologie dieser Regionen bedienten. Hier treten Zwerge als mächtige Erzgießer und Handwerker auf, die meist im Auftrag der Götter magische Gegenstände anfertigen. Ihr habt sicher schon von Thors Hammer Mjölnir gehört, vom goldenen Zauberring Draupnir, Odins Speer Gungnir und all den Zauberschiffen, Seilen und Kostbarkeiten, die der Sage nach von Zwergen erschaffen wurden. Gehen wir aber weg von den Göttern und Helden hin zur niederen Mythologie und insbesondere zum deutschen Volksglauben, auf den sich Kohlrabenschwarz ja bezieht. Die deutsche Folklore kann man nicht 1:1 mit der nordischen Sagenwelt vergleichen, da sie sich aus sehr unterschiedlichen Quellen speist. Aber auch hier werden zahlreiche Zwerge und Wichtel, die als Erd- und Berggeister einen Hang zum Handwerk haben, vorgestellt. Und darunter sind auch eine Menge Schmiede. In den deutschen Sagen arbeiten diese Wesen aber in der Regel nicht für Götter und Helden, sondern treten mit den Menschen in Kontakt, den einfachen Menschen, Bauern. Und das ist ein ganz typisches Element der dämonologischen Sagen, in denen das Übernatürliche in die Lebenswelt der einfachen Menschen einbricht. So ist beispielsweise von schwarzhäutigen Zwergen auf Rügen die Rede, die besonders geschickt in der Schmiedekunst sind und einem Bauern einen magischen Flug anfertigen. Es ist aber noch nicht an der Zeit, über die Rolle der Zwerge in Kohlrabenschwarz zu sprechen. Gehen wir also erstmal zu den menschlichen Schmieden. Kommen wir zum eigentlichen Motiv in Folge 2 von Kohlrabenschwarz zurück. Dem Schmied, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht und so ein Meisterstück erschafft. In der Serie ist es ein Türknauf, mit dem sich eine Tür in jeder Wand öffnen lässt. Eine historische Sage, in der ein solcher Türknauf geschmiedet wird, gibt es meines Wissens nach nicht. Und auch das durch die Wände gehen ist kein allzu weit verbreitetes Motiv, gerade in Bezug auf Handwerker. Was es aber gibt, sind Volkserzählungen um Schmiede, die versuchen, ähnliche Gegenstände herzustellen.
Spannend ist hier etwa die Sage vom ewigen Schmied im Fichtelgebirge, die in Form eines Gedichtes abgefasst wurde, das wir uns hier genauer anschauen wollen. Die Sage, aufgezeichnet von Alexander Schöpner im Sagenbuch der Bayerischen Lande, erzählt dabei die Geschichte des Schmiedes, der mitternachts mit seinem Gesellen einen magischen Schlüssel zu schmieden versucht, mit dem sämtliche Türen geöffnet werden können. Horch, Mitternacht schlägt es, zur Mette erschallt die Glocke im Wald. Auf, Meister, vom Amboss hinweg gleich und ruht, das Christkind die Fahrt um im Lande jetzt tut. Erst schlag mir das Eisen, weil's glüht, zurecht, untüchtiger Knecht, ein Schlüssel gehämmert zur Christmettenzeit, dem öffnen die Kammern der Schätze sich weit. Die Jungfrau im Haus ging, die Tochter zu Bett, vergaß ihr Gebet, mit heiligem Quell zu besprengen die Tür. Nun wehrt nichts den Geistern, nun helfen sie mir. Der Meister schlug rüstig, der hämmernde Schall erklang ohne Zahl. Der Schlüssel ist fertig und Schmied und Gesell ermüdet, sie schlummern selbander zur Stell. He, Schmied, nicht so müßig, geschnarcht auf dem Sitz, auf, sei mir eins nütz. Es ruft vor der Schmiede, steht draußen so groß, als wäre gekommen ein Reiter und Ross. Der ist nicht geheuer, der wilde Gespann, den ruf ich nicht an. Wohl schreckt es den Meister, ein Grauen ihn fasst, das Zögern, es bringt nur in Hitze den Gast. Der schlägt mit dem Kolben, mit abermal drei, die Türe entzwei und richtet sich hoch auf im niederen Bau. Wie ist er so düster, wie ist er so rau? Wie hat er vom Helm und vom Panzer und Schwert sich schnell entwehrt? Die Beulen im Harnisch, im eisernen Hut, die klopfe mir, Meister, und glätte sie gut. Er spricht es und lehnt auf dem Kolben sich stumm und schauet sich um. Der Meister ist müde vom vorigen Tag und fürchtet des Gastes gedrohten Schlag. Jetzt nimmt er den Helm und den Panzer zur Hand und klopft unverwandt. Er schwingt der Geselle auch des Hammers Gewicht. Sie schlagen, sie treiben und kletten doch nicht. Wo ist nun der Schlüssel? Weit offen die Tür. Der Gast nicht mehr hier. Zum Kämmerlein führt ihn, zur Jungfrau im Haus. Der Schlüssel, den Schatz spürt, den teuren er aus. Es kräht der Hahn und der Morgen wird hell. Wie staunt der Gesell. Er hämmert am Amboss, der Meister, der schlug die Tochter, dass sie es nicht länger ertrug. Vom Reiter im Boden sieht man noch den Tritt, die Spuren vom Ritt und anoch in Nächten der Mette im Tal. Am Schneeberg vernimmt man den hämmernden Schall. Ihr Mädchen, vergesst nicht das Abendgebet, zu Wein euer Bett. Es klopft noch der Schmied und der Gast geht noch um und noch hängt der Schlüssel nicht im Heiligtum. Meist verhält es sich in den Sagen jedoch ein wenig anders. Ein Schmied geht einen Pakt mit dem Teufel oder einem seiner Boten ein. Im Gegenzug für magische Kräfte, Erfolg und ein gutes Leben erbittet sich der Höllenfürst die Seele des Menschen, manchmal sogar mehrere. Wenn er dann nach mehreren Jahren zurückkehrt, weiß der gewiefte Schmied in der Regel mit Ablenkung und Wortwitz Zeit für sich zu schinden oder den Teufel sogar ganz zu verjagen. Ja, in manchen Sagen verscherzte sich der Schmied auch mit Gott persönlich und muss am Ende eine weitere List anwenden, um noch ins Paradies eingehen zu können, nachdem selbst die Hölle ihn nicht mehr haben will. Allein im deutschsprachigen Raum finden wir die gleiche Erzählung mit nur leicht geänderten Details, zum Beispiel bei Karl und Theodor Kolzhorn in Märchen und Sagen, in Sagen aus Uri von Josef Müller, Volksmärchen aus Pommern und Rügen von Ulrich Jahn oder auch bei Karl Spiegel in Märchen aus Bayern. Aber nicht nur Schmiede lassen sich auf Handelsgeschäfte mit dem Teufel ein, auch andere Handwerker versuchen es. So ging der Sage nach ein Brückenbaumeister in Regensburg einen solchen Pakt ein und opferte statt der drei gewünschten Seelen am Ende einen Hahn, eine Henne und einen Hund. In seiner Wut versuchte der Teufel die Brücke zu zerstören, was ihm jedoch nicht gelingen wollte. Zu sehen ist deswegen heute nur noch ein kleiner Buckel. An der Münchner Frauenkirche hinterließ der genarrte Teufel den heute noch sichtbaren Teufelstritt, ähnlich wie in der Sage von vorhin, als er den Betrug des Baumeisters erkannte und ohne Seele abziehen musste. Ihr seht, mit dem Kunstmärchen von Gotthold dem Schmied ist Kohlraben Schwarz in sehr guter Gesellschaft, was folkloristische Erzählungen angeht. In der nächsten Folge widmen wir uns dann wieder einer Bestraferfigur des deutschsprachigen Volksglaubens. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, kommentiert unten drunter und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es weitergeht mit Kohlraben Schwarz.